Hallo, da bin ich wieder. Heute geht es um etwas, was für euch jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch klingt, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt. Und zwar, wie man sein Gesicht mit Öl reinigt, also auch wie man das Make-up abnimmt und wie man auch eine Tiefenreinigung vom Gesicht macht, also dass man wirklich die Poren reinigt und das Ganze tatsächlich mit Öl. Wir sind ja so die letzten 50, 60 Jahre im Prinzip dazu erzogen worden, dass wir unser Gesicht immer mit seifenhaltigen Sachen reinigen oder sogar mit alkoholhaltigen Sachen. Die entziehen der Haut die guten Öle, die da eigentlich auch drin bleiben sollten, die guten Fette und auch Feuchtigkeit. Und das ist nicht immer unbedingt so gut für die Haut. Ihr müsst euch vorstellen, wenn einfach zu wenig Fett drin ist, selbst wenn ihr zu öliger Haut neigt und ihr nehmt das weg mit etwas stark seifenhaltigen oder alkoholhaltigen, dann produziert die Haut eigentlich immer nur nach und nach und nach und ihr habt trotzdem ölige Haut. Bei mir ist es nochmal ein anderer Hintergrund. Meine Haut ist ja sehr, sehr trocken und ich habe dann irgendwann gedacht, warum tue ich meiner Haut das an, dass ich jeden Abend da mit Seife rangehe, selbst wenn es irgendein gutes für sensible Haut Reinigungszeugs irgendwie war oder Reinigungsmilch oder was auch immer. Aber warum gehe ich mit sowas an meine Haut, ziehe das ganze Öl raus und die ganze Feuchtigkeit, den Dreck natürlich auch, aber die guten Sachen eben mit. Und hinterher brauche ich dann eine unglaublich reichhaltige Creme, um die dann wieder irgendwie auf mein Gesicht zu tun, um das wieder auszugleichen. Dann dachte ich, das ist doch völlig bescheuert. Und dann habe ich eben ein bisschen gegoogelt und bin einfach auf diese Oil Cleansing Method gekommen und habe dann gedacht, ja, das probierst du jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob ich mich das damals getraut hätte, als ich jugendlich war und noch einfach viel mehr Pickel hatte. Ich glaube, ich hätte es mich nicht getraut. Aber jetzt habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt, meine Haut neigt nicht mehr so zu pickeln. Ich möchte einfach, dass meine Haut weniger trocken ist und ich einfach auch nicht mehr diese Hautschüppchen habe und so. Das nervt mich total. Das sieht man dann nämlich immer, wenn ich Make-up auftrage. Ich benutze zum Abschminken inzwischen Kokosöl und zwar das, was man eigentlich so zum Backen und Kochen auch nehmen kann. Also ihr findet genau das, was ich habe bei DM in der Abteilung, wo es eben die ganzen Essenssachen gibt. Also es ist wirklich was, was ihr eigentlich auch essen könntet und es ist Bio und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn Olivenöl oder beziehungsweise wenn, nicht Olivenöl, wenn ein Kokosöl, dann möchte ich aber auch ein richtig gutes haben. Und bei DM habe ich einfach immer ein ganz gutes Gefühl bei den Bio-Sachen. Und ich hatte, deswegen habe ich mich gerade versprochen mit Olivenöl, ich hatte nämlich vorher Olivenöl benutzt und das funktionierte auch super. Das Problem, was ich damit hatte, war einfach der Geruch. Ich mag den Geruch von Oliven und Olivenöl einfach nicht so gerne. Und das Kokosöl riecht wie Kokosmakronen. Unglaublich lecker, wirklich unglaublich lecker. Ihr riecht hinterher wie so ein Keks mit Kokos. Ihr könnt für diese Methode im Prinzip fast jedes gute Bioöl nehmen. Ihr könnt Jojobaöl nehmen, Olivenöl, ihr könnt sogar Rapsöl nehmen, ihr könnt sogar Sonnenblumenöl nehmen. Also es gibt da wirklich so eine ganz große Bandbreite. Es gibt oft in Reformhäusern auch noch ganz andere Öle. Da müsst ihr euch einfach mal schlau machen. Es gibt zum Beispiel so ein Macadamia-Nussöl, das soll auch total gut sein. Und für die unterschiedlichen Hautansprüche sind unterschiedliche Öle eben auch gut. Ich schicke das so kurz als Warnung voraus. Bei Kokosöl habe ich gelesen, dass einige Leute davon Pickel bekommen haben, die sowieso schon zu Pickeln geneigt haben. Das heißt, wahrscheinlich ist Kokosöl dafür einfach nicht so geeignet, wenn ihr eher zu Pickeln neigt und sagt, ich möchte das aber trotzdem ausprobieren, dann nehmt lieber ein anderes Öl. Dann würde ich sagen, probiert es lieber mit einem Olivenöl oder so oder auch mit einem Nussöl. Und ihr könnt sonst, wenn ihr euch unsicher seid, auch nochmal googeln. Es gibt wahnsinnig viele Infos darüber. Und am Ende ist es auch einfach so, ich kann euch jetzt empfehlen, was auch immer. Nicht jede Haut ist gleich. Und man kann nicht immer nur sagen, bei trockener Haut immer nur Kokosöl und bei öliger Haut immer nur dies oder immer nur das. Weil auch ölige Haut ist dann von Person A zu Person B einfach wieder komplett unterschiedlich. Für mich jedenfalls ist Kokosöl das Allerbeste. Und wenn man mal Kokosöl bei Google eingibt und Haut und Haare und was auch immer, dann kommt man drauf, dass man mit Kokosöl noch unglaublich viele andere Sachen machen kann. Man kann sich mit Kokosöl eincremen, man kann sich das in die Haare tun, man kann alles Mögliche damit machen. Und ich werde da noch viel, viel ausprobieren, ganz sicher, und werde dann ganz bestimmt nochmal so ein extra Video dazu machen, was man sonst eben noch damit anstellen kann und was überhaupt die Vorzüge von diesem Öl sind. Und für heute einfach nur das, wo ich bis jetzt eben drin bin, also was ich jetzt schon seit 2 Monaten oder so mache. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt,
dass ich in meinen aufgebrauchten Videos keine Reinigungstücher mehr gezeigt habe. Also diese Abschminktücher kamen einfach nicht mehr vor. Das liegt daran, dass ich eben die ganze Zeit dieses Öl zum Abschminken genommen habe und deswegen keine Reinigungstücher mehr gebraucht habe. Und ich wollte es aber erst eine Weile ausprobieren, bevor ich halt wirklich ein Video drüber mache, bevor ich euch sagen kann, wie es bei mir wirkt und vor allem, bevor ich euch jetzt auch zeigen kann, wie ich das anwende. Als ersten Schritt nehme ich immer meinen normalen Augen-Make-up-Entferner, weil ich das Öl nicht auf den Augenlidern mag. Ihr könnt aber auch mit dem Kokosöl euer Augen-Make-up abnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich nehme mir dann einfach was, verreibe das zwischen den Händen und massiere das in mein Gesicht ein. Und dadurch löst sich dann das gesamte Make-up auf und verbindet sich mit dem Öl. Und dann nehme ich so einen Einmalwaschlappen, die gibt es bei DM in so einem großen Packen. Die sind so wie Abschminktücher, nur eben trocken und ohne irgendwas drauf. Und das mache ich unter lauwarmem Wasser nass, drücke es aus und dann benutze ich das auch wie ein Abschminktuch und gehe damit drüber über mein Gesicht und nehme einfach so diese gesamte Schicht Öl und Make-up runter. Und es sieht nicht lecker aus hinterher und ich mache das dann einfach noch ein zweites Mal, um sicher zu sein, dass ich dann auch wirklich das gesamte Make-up vom Gesicht runtergenommen habe. Und dann gibt es noch eine Methode zur Tiefenreinigung. Das mache ich so zweimal in der Woche. Da mischt man Rizinusöl mit einem anderen Öl. Rizinusöl holt wirklich so alles aus euren Poren raus, aber das wäre zu aggressiv, wenn man es alleine verwenden würde. Es gibt da verschiedene Mischverhältnisse für verschiedene Hauttypen. Das verlinke ich euch mal in einem Blogpost, den ich geschrieben habe. Und das mische ich dann einfach in so einem kleinen Schälchen, trage das auf die Haut auf und massiere es auch wieder ein. Und dann nehme ich keinen Einmalwaschlappen, sondern ich nehme dann so einen richtigen Baumwollwaschlappen und mache den ganz heiß unter heißem fließenden Wasser, drücke den aus und lege ihn mir aufs Gesicht und lasse ihn dann einfach so 2 Minuten abkühlen und dadurch öffnen sich die Poren und ihr bekommt wirklich den gesamten Dreck aus den Poren raus. Und diesen Schritt könnt ihr dann einfach so 4 bis 6 Mal wiederholen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Vielleicht weiß ja der ein oder andere von euch auch noch mehr über andere Öle und hat Lust, das irgendwie unten für alle zusammen in die Kommentare zu schreiben. Ich finde es immer total schön, wenn wir unter meinen Videos so einfach Ideen sammeln und Empfehlungen sammeln und nicht nur ich euch was empfehle, sondern ihr euch auch gegenseitig oder ihr auch mir. Da freue ich mich immer total drüber. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie ihr überhaupt, falls ihr noch gar keine Erfahrung damit habt, wie das sich jetzt erstmal für euch anhört. Ob ihr euch vorstellen könnt, das mal auszuprobieren oder ob ihr irgendwie so denkt, so, oh mein Gott, ich lasse an meinem Gesicht doch kein Öl ran. Und meine Lieben, also das war es jedenfalls für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.